Herzlich willkommen bei Tinas Universe und meiner Postleitzahlenreise quer durch Deutschland. Diesmal geht's weiter mit 01844 Neustadt in Sachsen. Wir starten hier von einem kleinen Flughafen in Tschechien. Neustadt in Sachsen liegt dort ganz in der Nähe. Flughafen heißt Letiste, Lipova Airport, habe ich extra gegoogelt für euch. Mein Name ist übrigens Tina, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich fliege wie üblich mit der Cessna. Ich denke, nächstes Mal werde ich mal wieder mit dem Hubschrauber fliegen. Schon lange nicht mehr gemacht. Wetter ist auf live eingestellt, aktuell wenig Bewölkung zu sehen. Ich werde euch so ein bisschen was erzählen über Neustadt. Hab da eine Menge Informationen zu rausgesucht. Neustadt ist eine Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen und liegt eingebettet im Neustädter Tal zwischen den Bergrücken des Howalds und des Ungerbergs nahe der Grenze zu Tschechien. Neustädter Tal liegt an der Grenze zwischen Lausitzer Bergland und Elbsandsteingebirge. Video ist heute ein bisschen länger. Liegt natürlich auch an der Größe der Fläche, die ich jetzt anfliege. Die Stadt hat eine Einwohnerzahl von 11.962 Einwohnern. 83,12 Quadratkilometer Fläche und 144 Einwohner je Quadratkilometer. Wir fliegen rein über den Howald. Das ist ein 30 Quadratkilometer großes zusammenhängende Waldfläche. Was ihr hier vorne sehen könnt, das ist die Howald Klinik. Ist mit über 240 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber hier in Neustadt. War damals mal eine Männerklinik, da wurden Tuberkuloseerkrankungen behandelt. Hier, das sind Steinbrüche oder Steinbrüche kann man schon sagen. Granodiorit-Tagebau. Das ist verwandt mit Granit. Und das wurde hier mittlerweile teilweise geflutet. Seit 2012 gibt es hier auch einen Wolfsrudel im Howald. Da vorne. Howald ist jetzt zu Ende oder liegt direkt hier dran praktisch noch dieser Steinbruch da hinten. Das ist der Lamproführerbruch. Mein Gott, Oberottendorf. Relativ groß. Gerade schon gelesen, insgesamt gibt es hier 9 Ortsteile, das sind Bertelsdorf, Krummhermsdorf, Lang-Burkersdorf, Neustadt in Sachsen selber natürlich, Niederottendorf, Oberottendorf, Polenz, Rückersdorf und Rugeswalde. Höchste Erhebungen sind der Falkenberg, 588 Meter und der Ungar mit einer Höhe von 538 Meter. Im Jahr 1333 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung Neustadts als Goldbergbaustadt, obwohl es bis
in die jüngste Zeit immer wieder Versuche zum Goldbergbau in der Gegend gab und auch die Begleitminerale die Existenz von Goldadern bei Neustadt und im Urwald vermuten ließen, wurde nie etwas gefunden. Von 1938 bis 1945 wurden im größten Industriebetrieb am Ort, den Heringwerken, Flakgeschütze des Kalibers 8,8 gefertigt. Hat auch im Krieg hier eine Rolle gespielt, tatsächlich Anfang Mai 1945 beschlossen Einwohner Neustadts, ihre Stadt, in der sich keine deutschen Truppen befanden, kampflos an die heranrückende Rote Armee und Zweite Polnische Armee zu übergeben. Die Kapitulation sollte durch Hessen weißer Fahnen angezeigt werden. Ein fanatischer HJ-Führer, der sich mit einigen Hitlerjungen in der Schule verschanzt hatte und das Feuer auf die heranrückenden Rotarmisten eröffnete, machte dieses Vorhaben zunichten. Wurde dann durch einige katholische und evangelische Pfarrer, die darum gebeten hatten, das hier zu verschonen, Einhalt geboten. Das hier unten sieht aus wie eine Autobahn, ist aber eigentlich eher eine Bundesstraße, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Also eine Umgehungsstraße. Natürlich gibt es hier auch Sehenswürdigkeiten, das ist das Rathaus. In der Mitte des Marktplatzes wurde um 1700 gebaut. Interessant ist der kupferbeplankte Rathausturm mit der Uhr. Da gibt es nachher auch ein Bild zu. Und das höchste Gebäude ist der Turm, der 1884 im neogotischen Stil umgebauten evangelischen St. Jakobikirche wurde das erste Mal 1346 erwähnt. Da habe ich jetzt kein Bild zugepackt, weil die steht direkt beim Rathaus und das wäre so ein Zufall gefrachtet gewesen. Älteste Wohnhaus Neustadt ist das 1616 erbaute Pfarrhaus mit seinem Eingangsportal im Renaissance-Stil und seinem offengelegten fränkischen Fachwerk. Dann die aus Bronze gegossene Ziege auf der Götzinger Höhe, das Blumenmädchen aus Sandstein, geschaffen von Dresdner Bildhauer Albert Braun, das Stadtmuseum im Alten Malzhaus und Mariba Freizeitwelt, größte Freizeit- und Erlebnisbad Ostsachsens. Kommen zur Wirtschaft. Größter Arbeitgeber ist hier die Carbon GmbH, ca. 650 Mitarbeiter. Dann der Ortsverband des Arbeiter-Samariter-Bundes mit 400 Mitarbeitern. Die Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH und Co. KG mit 220 Mitarbeitern. Wie schon erwähnt, die Howald Klinik gehört zu den Asklepios Kliniken, ca. 240 Mitarbeitern im Jahr 2012. Ostsächsische Gummiwerke Polens GmbH gehört mittlerweile mit zu Feritas, hatte im Jahr 2012 70 Mitarbeiter. Und die Feritas AG selbst mit 240 Mitarbeitern im Werk Lang-Burkersdorf. Das hier sieht schon wirklich aus wie eine Stadt, mit Industriegebiet, Hochhäusern, auch nach DDR-Weise noch ehemalige DDR. Gebaute Häuser, die man sehen kann, da könnt ihr vorstellen, dass das Plattenbaustil ist. Aber das könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, falls ihr von da kommt, weil das habe ich jetzt nicht so bei Google Maps erkennen können. Werde im Anschluss an den Flug mit dem Flugzeug natürlich mit der Drohne nochmal rüberfliegen und die einzelnen Teile und Umgebungen hier näher beschreiben. Das ist jetzt erstmal eine allgemeine Info. Ich finde es recht schön gelegen.
Fluss fließt hier die Polenz lang. Also Flüsschen. Acht Musikgruppen gibt es hier oder Chöre, Heimatchor Polenztal, Hohwaldchor und so weiter. Fünfunddreißig Sportvereine insgesamt. Als Persönlichkeiten erwähnenswert eventuell Friedrich Adolf Struve, hat von 1781 bis 1840 gelebt, war Erfinder des künstlichen Mineralwassers und gründete 1818 in Dresden die erste Mineralwasseranstalt. Wie schon erwähnt, 80 Quadratkilometer Fläche hat dieses Postleitzahlengebiet. Keine Anekdote vielleicht noch, und zwar im Jahr 1768 schlossen die Meister der Schmiede, Schlosser und Wagnerinnung in Neustadt eine Wette ab, wer wohl in kürzester Zeit ein hölzernes Wagenrad fertigen könne. Das Rad wurde dann innerhalb von 7 Stunden gefertigt und noch vor Sonnenuntergang bis in die Residenzstadt Dresden gerollt. Eine Kopie ist heute im Heimatmuseum zu sehen. Das Original befindet sich im Schloss Moritzburg. Neustadt gehörte damals übrigens zu Böhmen und wurde im Jahr 1451 vom sächsischen Kurfürsten Friedrich des Sanftmütigen erworben und befindet sich von da an im sächsischen Eigentum. Sämtliche Informationen habe ich natürlich von Wikipedia. Die Links dazu auch in der Videobeschreibung und im Abspann, die Musik von YouTube und anderen freien Quellen. Auch da könnt ihr die Quellen im Abspann lesen und in der Videobeschreibung. Letztens hat jemand ein Video von mir in so einer Facebook-Gruppe gepostet. Ich habe mich da höllisch drüber gefreut. Falls ihr aus der Region kommt und findet das Video hier vielleicht sehenswert, würde ich mich freuen, wenn ihr das vielleicht in der Community auch mal verbreitet. Natürlich lebt auch mein YouTube-Kanal davon, dass er irgendwann, vielleicht mal in ferner Zukunft, ein paar Einnahmen bringt. Ich mache es aber hauptsächlich tatsächlich als Hobby. Aber umso schöner ist, wenn ein Hobby auch Geld bringt. Braucht man noch nicht drüber nachdenken. Ich habe aktuell 89 Abonnenten. Ich freue mich wie Hulle darüber. Also ihr dürft auch gerne abonnieren. Oder mal einen Kommentar schreiben oder wenigstens mal liken. Wir befinden uns jetzt hier im Landanflug. Wie ihr sehen könnt, ich habe mir die falsche Stelle zum Landanflug ausgesucht. Es gibt hier halt keinen Flughafen in dem Ort. Und bin dann auf dem Acker runter. Ich bin halbwegs gut runtergekommen. Ja, also das Aufsetzen noch okay. Aber dann war da so ein komischer Graben und das war das Ergebnis. Ja, egal. Drohnenflug geht auch ohne Flugzeug. Bin hier bei Krumm-Hermsdorf gelandet. Ca. 470 Einwohner. Guck gerade mal so auf Google Maps, was gibt es da zu sehen? Zimmervermietung. Ein Siedlerverein Krumm-Hermsdorf gibt es hier. Der Schwarzbach, der fließt hier durch. Feuerwehrverein Krumm-Hermsdorf e.V.
und ansonsten Ferienwohnung, Landwirtschaft und sowas halt. Ein Computergeschäft gibt's hier auch. Der Schwarzwachter schlängelt sich hier so richtig so rum um Krummhermsdorf. Und springt beim Unger, wo wir gerade drauf schauen, was halt hier auch die zweithöchste Erhebung ist mit 538 Meter. Von Krummhermsdorf über den Unger rüber kommen wir dann nach Rugeswalde. Ca. 260 Einwohner. Da gibt es auch einen Skilift Rugeswalde. Der Bach hier durch ist der Frohnbach. Hier rechts der Skilift. Diese freie Fläche, den haben sie natürlich nicht so richtig dargestellt. Leider auch wieder keine fotometrische Darstellung für die Umgebung. Das heißt, die Häuser sehen wahrscheinlich ein bisschen anders aus und der Flugsimulator übertreibt es auch gerne mal mit den Bäumen. Rein von der Stimmigkeit passt es aber für mich hier in der Region. Ihr könnt ja mal sagen, wie es wirklich aussieht. Hier kommen wir rein Richtung Langburkersdorf. Circa 5 Kilometer lang. Landfleischerei gibt es hier, eine Eventgaststätte, Moped-Scheune, ganz am Ende ein Industriegebiet. Auch ein Bach fließt da durch, Trelbbach heißt er, glaube ich. Da oben könnt ihr sehen, Langburkersdorf, mal Foto auch von Wikipedia übrigens. Fleischerei. Direkt vorne, das ist ein Badeteich. Und dann, ich habe es mal versucht so einzuordnen von der Schriftform, wie die Firmen angeordnet sind. Links oben LGI Logistic Group International. Und dann ist da noch Capron und immer LVE GmbH. Naja. Die Teiche hier sind die Schluckenbachteiche, die liegen am Schluckenbach. Gibt hier auch eine Forellen- und Lachszucht. Und hier kommen wir Richtung Neustadt, Sachsen. Also der Hauptort praktisch. Hier kann man sehen, das sind alles so, ich würde sagen, Plattenbauten. Keine Ahnung, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn das wisst. Hier ist der Bahnhof in Neustadt in Sachsen. Blick von oben. Da vorne die Feritas Sachsen GmbH. Direkt darüber liegt praktisch die Rodur MPM, was auch mit den größten, also Kunststoffverarbeitung. Ich glaube, das ist auch alles Kunststoff hier unten. Hier vorne, das ist dann Kaufland und da ist auch ein Hagebau dabei, direkt hier unten links an dieser Hauptkreuzung. Dann Blick hier oben, das viereckige Feld da, da ist das Rathaus, das Bild habt ihr gesehen können. Direkt dahinter steht auch die St. Jakobi-Kirche. Hier Mariba Freizeitwelt auf der linken Seite, das ist doch von einer außergewöhnlichen Form her gesehene Bauwerk. Sportforum Neustadt ist da auch direkt. So, hier kommen wir Richtung Polenz, ca. 1320 Einwohner. Das Flüsschen ist auch die Polenz. Mittlerweile gibt es da wieder Lachse drin, seitdem die da wieder neu angesiedelt wurden.
allen natürlich auch. Gartenanlage Abendfrieden. Hier ein kleines Industriegebiet, Fahrradhandel gibt es da, ein Möbelhaus, davor liegt ein Bauernhof. Und wir kommen rein Richtung Rückersdorf, ca. 320 Einwohner. Kirchengemeinde Lauterbach, Oberortendorf. Gibt nicht so ganz viel dazu zu sagen. Halt ein normales Dörfchen, Rückersdorfer Bach. Die Straße hier ist die S156. Jungstraße, denke ich. Wirkt so ein bisschen wie eine Autobahn von oben, finde ich. Industriegebiet hier gerade, da gibt es auch Thermoformung und Bodenelektrotechnik, Dachbaustoffe und sowas alle. Und wir sind hier im Stadtteil Bertelsdorf. Auch wieder so lang gezogen, wie man sehen kann. Liegt wohl so in so einem kleinen Tal drin. Die Felder links und rechts so ein bisschen zum Berg hoch. Sind wir jetzt in Niederortendorf und das geht direkt übergangslos weiter in Oberortendorf. Und hier nochmal über diesen riesen Steinbruch. Also rein vom Maßstab her würde ich sagen, ich habe mal gerade so geguckt auf Google, das sind über 500 Meter hier. Hier nochmal eine Draufsicht über die Region. Links ist der Hohwald gut zu sehen. Große bebaute Fläche, Neustadt direkt. Ich finde eine schöne Gegend, auch Natur viel zu sehen. Könnt ihr mal schreiben, wie es euch gefallen hat, über Like, Abo oder Kommentare, freue ich mich natürlich sehr. Ich wachse noch. Ich denke, zu meinem 100. Abonnenten werde ich mal ein Jubiläumsvideo machen, sind ja nur noch 11 Stück. Würde mich freuen, wenn du einer davon wärst. Und wie gesagt, ihr dürft das auch gerne teilen und verbreiten, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich guck mal eben noch nach, was das nächste Gebiet sein wird. Na komm schon, zeig's mir, da haben wir's. Ja, danach fliegen wir nach 01847 Lohmen in Sachsen. Tja, bis zum nächsten Mal dann. Eure Tina und ciao.